Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3, Ruf zur Ordnung. Werden wir heute Doktor wieder besiegen, dieses Mal mit der Sniper. Ich bin sehr gespannt, wir sind doch die letzten beiden Parts sehr gut durchgekommen. Wir sind jetzt schon auf Etage 27 und haben eigentlich vor zwei Parts erst mit der Sniper angefangen. Das war doch ganz geil. Daher gucken wir mal, wie es heute so wird. Toxitinte. Doch, ich nehme jetzt mal die Toxitinte, weil das ist eigentlich auch ganz cool. Und es wäre sehr, sehr cool, wenn gleich noch auf Etage 28 oder 29 eine Automatenecke kommt. Weil wir haben doch einige Memoneten zum Ausgeben. Wenn keine Automatenecke kommt, ist das aber auch nicht so schlimm. Dann haben wir halt ein paar mehr Chancen. Ganz einfach. So, zerstöre die Portale. Fangen wir mal damit an. Bam. Oh, der Kreise hier direkt. So, sehr schön, haben wir schon mal ein Portal zerstört, aber ich muss hier weg. Es ist absoluter Gegner-Spam wieder. Obwohl ich diese Kreise hier doch ganz geil finde. Ich muss nur an die Kreise mal rankommen, das wäre vielleicht eine Maßnahme mal. Aber sonst ist Kreise echt geil. So, zack, Kreise hier, bam. So, hallo, ich möchte den Kreise... Gut, egal. Ich folge mal diesem Kreise, weil da hinten ist noch eine Perla-Drohne-Gedöns-Dingens. Und bam. Eins, zwei. Das ist ein großes Portal. Das braucht ein paar mehr Hits. Aber wir sind ganz gut dabei. Jetzt! Jetzt, 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 jetzt. Sehr schön. Haben wir das erledigt? Wow, was ist denn hier unten los mal wieder? Warte mal, wir machen mal Folgendes. Zack, 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 zack. Und jetzt hier mal ein bisschen noch auf das Portal drauf. Sehr schön. Oh, schön getroffen. Richtig schön getroffen. Das war ja perfekt. Und jetzt können wir das hier auch noch zerstören. Dann haben wir es hier geschafft. Ja doch. Trotz Gegner-Spam lief die Etage ganz gut. Zwei Etagen haben wir noch vor uns vor dem Boss. Mal gucken, ob da wirklich noch eine Automatenecke kommt. Tatsächlich. Sekundärverbrauch oder Reichweite mit Extrem. Nein. Nein, ich mache jetzt keine Extreme. Nicht bei der vorletzten normalen Etage. Mache ich keine extreme Etage. Obwohl ich eigentlich Reichweite unbedingt bräuchte. Aber ich gehe in die Automatenecke rein. Ich bräuchte die Reichweite eigentlich, aber mit Extrem. Nicht, dass ich da jetzt ein paar Leben verliere und... Nein, danke. Nein, danke. Das muss nicht sein. Gibt es hier irgendwie was Cooles? Drohnenbatterienhäufigkeit? Ja, könnten wir eigentlich machen. Tintenschock, auch ganz cool. Drohnenbatterien nehmen wir. Und dann, ja komm, nehmen wir auch nochmal ein paar Perlen dazu. Haben wir nochmal ein bisschen geshoppt hier. Mit 3500 sollten wir trotzdem noch eine neue Chance kriegen, denke ich. Doch, auf jeden Fall. Mal gucken, was die letzte normale Etage jetzt sagt. Drohnenheulboje, Plattenteilhäufigkeit, Powerkonservenhäufigkeit. Alles drei ganz geil. Aber hier, das beides extrem. Und ganz ehrlich, jetzt auf der letzten Etage auch nochmal eine extreme Etage. Nein, danke. Da gehe ich jetzt eher auf die Schwierige, kriege noch mal ein paar Memoneten. Dann können wir den Boss machen. Ah, es ärgert mich so ein bisschen trotzdem mit der Reichweite, aber es war halt extrem. Wäre es so doppelter Chip, so dass ich gleich zweimal Reichweite kriegen würde, dann ja, dann hätte ich es auf jeden Fall genommen. Aber so musste ich drauf verzichten. Ja, jetzt kommen hier wieder die ganzen Gegner an. Hier eine schöne Klecksbombe. Ich muss mal kurz hier weg. Ich weiß, dass da oben auch unter anderem Item gespawnt ist, aber kann ich mich gerade nicht drum kümmern. Zu viele Gegner, zu viele Gegner, zu viele Gegner. Oh, die Dinger kann ich da wegmachen. Danke, danke, danke. Nein, nein, nicht gut. Jeder Tod ist jetzt hier unnötig. Jetzt auf der letzten Etage sterben wäre doof. Es ist irgendwas da. Ein Rüstungsteil ist gespawnt. Mega geil. Danke, Perla, für die Unterstützung. Tinferno und Klecksbombe kamen wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Muss man einfach mal so sagen. So. Ah, jetzt kommt hier noch so ein Kreis an. Warte. Den kann man ja mit einem Hit ein Glück besiegen. Das ist das Gute. So, zack. Sehr schön. Ja, passt, passt alles, passt alles. Das schicken wir mal hier los.
Puh. Wir gehen mal hier unten hin. Ich glaube, es ist ganz gut, hier mal runter zu gehen. Weil hier eh gerade der Turm auf mich wartet. So, wo sind Gegner? Bis jetzt sehe ich hier keine weiteren Gegner. Ah, die kommen noch. Keine Sorge, keine Sorge. Zack, zack, haben wir das erstmal. Sehr schön. Oh, da sind ein paar Gegner weg. Runter. So, zack, 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 zack. Immer drauf da, immer drauf da, immer drauf da. Nice. Wo ist denn der Turm aktuell? Da ist der Turm. Ah, die Dinger nerven wieder. Rüstung, aber kann ich gerade nicht einsammeln. Zu viele Gegner, zu viele Gegner. Wir können mal folgendermaßen. So, zack. Da ist die Rüstung. Nehmen wir. Per Eliminator nehmen wir auch, weil dann habe ich... Ah, nee, habe ich noch nicht. Fehlt noch ein Plattenteil. Wo ist denn der Turm? Der ist hier gerade. Ach, hier ist auch das Ziel. Okay, gut zu wissen. Dann haben wir es nämlich geschafft. Puh. Das war die Sniper, Leute. Jetzt geht's den Endboss mit der Sniper. Das wirklich in drei Parts hier dann geschafft. Jetzt müssen wir es natürlich noch gegen Ordoktor schaffen. Ordnung ist also entstanden, weil sich die Memoversum-Entwickler eine Welt gewünscht haben, die sich niemals verändert. Wie zum Halbot sollte sich jemand so etwas wünschen? Das kann uns wohl nur Ordnocke verraten, aber die Chancen stehen eher schlecht. Wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir auf Ordnocke treffen. Wer weiß, vielleicht haben wir ein anderes Mal mehr Erfolg. Ja, wir gehen auf jeden Fall erstmal rein. Das ist klar. Also wir haben genügend Memoneten für eine neue Chance, das heißt, wir haben insgesamt 8 Leben, kann man fast sagen. Ja. Da ist der Kontrollraum. Ja. Leider fehlt mir die Reichweite, sonst hätte ich Ordnocke, also Ordoktor, dann auch schon aus der Entfernung angreifen können. Jetzt muss ich doch ein bisschen näher ran. Aber okay. Aber okay. Da ist er wieder. Dauernd kommt ihr wieder her! Dobis! Euch mach ich Beine! Mach ich euch! Ja doch, Ordnocke. Können wir die Sachen nicht kampflos klären? Sei ruhig! Du warst gemein zu mir, Marina. Darum habe ich dir nichts mehr zu sagen. Ich will die Träume aller Leute wahr machen. Darum werde ich niemals aufhören. Jetzt geh weg und hau ab und lass mich für immer in Ruhe. Oh, Doktor, ratende Cyberintelligenz. Ja. Let's go. Gut, das Schöne ist, wir haben ja die... Unsere Waffe schön verstärkt. Aber ich muss wirklich doch schon sehr nah rangehen. Und ich brauche 5 Hits, um das Ding zu zerstören. Gut, am Ende hat mir die Tüte gefehlt, darum waren es jetzt 6. Aber dennoch, das wird nicht einfach. Mit Sniper wird das gar nicht einfach. Wir haben auch kaum Items-Dings da erhöht. Und jetzt spawnen diese Kombi-Dinger hier schon. Ist das euer Ernst, dass die jetzt hier auch schon spawnen? Luftbomber. So, weg mit euch. Bam. Komm, wir machen mal Folgendes. Weg damit. Und jetzt hier schon mal ein bisschen Schaden machen. Ah, schade. Aber wir können richtig viel Schaden machen, wenn wir die Sniper komplett aufladen. Noch ein Hit, glaube ich. Yes. Es war wirklich nur noch eines. Okay, das ist gut zu wissen, dass wir durch unsere Verstärkung der Sniper so viel Schaden machen jetzt inzwischen. Auch bei Autoktor selbst. Das ist gut. Zack, bam, bam. Bam und bam und nochmal bam. Ah, vielleicht sind es wirklich auch 6 Hits. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall doch ein bisschen zu viel, aber okay. Okay, ist nicht so schlimm, dass der Kreise weg ist. Eigentlich wollte ich den nutzen für die Barriere hier, für das Portal. Oh Mensch, jetzt aber. Danke. Mir fehlen auch bisher Rüstungen, aber ich habe halt auch Rüstungshäufigkeit nicht ein einziges Mal erhöht. Ach, wo ich das gerade anspreche, kriege ich eine Rüstung. Ist ja nice. Ich habe, das ist meine einzige Rüstung aktuell. Komm. Wunderbar, Dankeschön.
Obwohl, ich glaube, es ist nicht ganz so klug mit meinem... Mit meinem Krampfpanzer gegen Odoktor anzukämpfen. Weil wenn er diese OP-Attacke macht, wo er mich wegschleudert, kann ich nicht wegfliegen. Dann bin ich tot. Komplett tot. Vielleicht setze ich die bei Odoktor generell gar nicht mehr ein. Und wenn er sein Verunreiniger macht, kann ich auch nicht so wirklich weg. Okay, okay. So, jetzt flüchten wir da erstmal vor dem Verunreiniger und können das Ding da anhitten. Das geht eigentlich schön schnell. Wunderbar. Aber ich brauche halt schon eine volle Salve an Tinte, um das komplett zu zerstören. Das ist schon belastend. Nice. Komm, wir machen mal hier, zack. Wunderbar, wunderbar. Es kommt der Hai. Nein, warum kommt jetzt der Hai? Das Ding ist doch fast zerstört. Das war jetzt belastend, dass der Hai kam. Und da liegen auch so viele Items herum, die ich jetzt aktuell nicht so wirklich rankomme. Dankeschön, dass das jetzt wenigstens stört ist. Dankeschön. Habe ich noch eine Rüstung aktuell aktiv? Nein, leider nicht. So, jetzt muss ich da hin. Was ist gespawnt? Okay, den Tank. Mach ich mal kurz hier weg. Da haben wir Perliminator. Kann ich aktivieren. Rüstung, geil. Let's go. Das haut ab. Das haut ab. Mensch. Dankeschön. So, wunderbar. Und wie gesagt, ich werde jetzt nicht meinen Krampfpanzer nutzen. Das muss jetzt nicht sein. Alles ganz sicher hier vorgehen. Ich glaube, ich werde Krampfpanzer nicht einmal jetzt hier einsetzen. Weil jederzeit diese OP-Attacke kommen kann. Was halt schon doof ist. Ja, guck mal, da ist es schon, da ist es schon. Na gut, wenn sie gerade eingesetzt wurde, komm, machen wir mal. So, jetzt muss ich selber mal kurz weg. Ah, meine Rüstung ist broken. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben trotzdem, das war, würde ich mal sagen, sehr erfolgreich. Haie. Ist jetzt, ich werfe mal zwischendurch mal noch mal ein paar Klecksbomben hier und da. Weil macht auch ein paar tausend Schaden. Also ein Hit macht 3000 noch was Schaden und eine Klecksbombe, wenn ich die richtig schmeiße, halt auch. Das ist doch schon ganz cool. Okay. Wieder Hai. Er ist fast besiegt. Er ist fast besiegt. Ich kann es nicht glauben, dass wir es jetzt hier ohne einen Tod schaffen. Das, nee, das kann nicht sein. Es wird noch gleich irgendwas passieren. Aber wir haben es geschafft! Ohne einen Tod? Okay, das überrascht mich tatsächlich jetzt trotzdem so ein bisschen. Das sei jetzt kein einziger Tod. Aber ich war halt sehr defensiv und das ist so... die Lösung. Sie sieht aus wie eine Insta-Bombe, die keiner richtig füllen wollte. Wow. Ich bin schon wieder verloren. Wieso? Die sind doch die Bösen und ich kämpfe für das Gute. Okay. Boah, geil. Das haben wir geschafft. Nice. Extrem viele Punkte natürlich wieder gemacht. Wir hatten auch eine ganze Menge Farbchips. Sehr, sehr viele. Boah. Und dabei, obwohl wir noch ein paar Etagen vorher gemacht haben, sind wir da sehr, sehr schnell mit durchgekommen. Geil. Drei Schlüssel nochmal für uns. Drei komplett neue Schlüssel. Nice. Ja. Zack, haben wir das. Den Konzentrator, den haben wir auch jetzt bekommen. Und Nuki schien wirklich aufgeregt, oder? Na, wir haben noch reichlich Paletten zu konfigurieren. Dieses Mal fahren wir vielleicht mehr. Ja, yep. Wir werden erstmal nochmal drei weitere Spind-Dinger öffnen. Da kriegen wir Perlen.
Ein Dev-Tagebucheintrag und was ist das dritte, was wir kriegen? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Erstmal Dev-Tagebucheintrag. Vielleicht kriegen wir auch zwei Tagebucheinträge. Ich weiß es nicht. So, da haben wir. Okay, da ist nur einmal ein bisschen Information noch dazu gekommen. Viskolit-Leitfaden. Okay, haben wir neue Titel erhalten. Das Ding haben wir fertig. Was haben wir denn? Das fehlt noch. Da müssen wir noch 6 besiegen. Da müssen wir noch 92. Ah ja, ja, 84. Das ist auch noch ordentlich. Da 48, dann 9. 4 ist es nicht mehr, was man machen muss. 43. Dann noch 4, dann noch 3. Okay. Und das Tagebuch. Der Tagebucheintrag. Memoversum Entwicklernotizen. Benötigte Rechenkraft muss durch Anschluss an Hauptcomputer von Kamaba und Co. gewonnen werden. Im Anschluss die virtuelle Welt des Memoversums-Prototyps nutzen, um Souvenirdaten zu späteren Erweiterungen der Welt zu sammeln. Zugriff durch internes Netzwerk von Kamaba und Co. gesichert. Nächster geplanter Arbeitsschritt: externer Zugriff auf beliebiges Seegurkentelefon. Nutzer seit die Installation von Farbschutz, basierend auf generellem Gedankenindex, in eine Palette vereinfachte Seenkopie. Dann Einrichten einer Verbindung mit kompatiblen Erinnerungen. Physischer Konflikt begünstigt erwiesenermaßen Verfestigung von Erinnerungen. Repeption bestimmter Aufgaben durch den Nutzer bis zur ausreichenden Stabilisierung der Erinnerung erforderlich. Dieser Erfolg, Prozess beenden. Sämtliche aufgeführten Schritte durch Logikchecks verifiziert. Das ist jetzt so, Sie sehen das Prinzip mit den Etagen, oder? Das sind die Aufgaben, damit man die Erinnerungen besser verbinden kann, so wie Sie sehen. Okay. Die obigen Schritte übertragen als Erklimmen eines Turms darstellen. Aufgabe gelöst. Ist gleich Etage bezwungen. Turm bezwungen ist gleich Prozess beendet. Ja, tatsächlich. Das Erreichen der obersten Etage durch den Nutzer erstellt dar, dass das Experiment erfolgreich war. Seele des Nutzers ist anschließend wieder im Ursprungszustand und verfügt über all ihre ursprünglichen Gedanken und Erinnerungen. Dedizierte Avatare generieren, die problemfreien Ablauf des Gesamtprozesses gewähren. Avatare erforderlich für Memoversum-Verwaltung, Einweisung von Nutzern, Systemsicherheit. Krass. Und ein neuer Aufkleber. So, noch 2 Schlüsse haben wir. Jetzt erstmal nochmal Perlen. Nice, nochmal 50 Stück. Ja, nehmen wir. Was ist. Können wir noch einen Tagebucheintrag oder was anderes? Noch einer Tagebucheintrag. Na, let's go. Dann gucken wir den uns auch noch an. Und zwar. So, mein Memoversum-Konzept ist abgeschlossen und die wahre Arbeit geht endlich los. Bald werde ich bei Operatoren einsetzen müssen. Um die Systemverwaltung werde ich mich selbst kümmern. Und Nutzer einzuweisen wäre ganz sicher die perfekte Aufgabe für Perla. Wow, wie schön sich alles zusammenfügt. Ich richte meine eigene Position oben an der Spitze des Turms ein. So muss Perla den gesamten Turm erklimmen, um den Nutzer ganz nach oben bis zu mir zu führen. Moment mal, wäre ich damit nicht sowas wie eine Prinzessin aus dem Märchen? Das klingt jetzt auch nach dem Turm, den wir im Tutorial gemacht haben, wo Marina dann der Boss war. Sie war ja ganz oben. Krass. Ha, dann ist alles klar. Ich muss es einfach so machen. Und ich baue dir, liebe Perla, einen Turm, der deiner Stärke wahrhaftig würdig ist. All meine Erfahrung als Lehrerin im Trainingsprogramm wird sich bezahlt machen und wie. Schließlich soll mein Turm den Nutzern unvergessliche Erlebnisse bieten. Aber irgendjemand muss noch für mich die Systemsicherheit des Memoversums verwalten. Captain Kuttefisch hat mir da jemanden vorgestellt, den ich vielleicht fragen könnte. Wenn ich richtig Glück habe, meldet sich vielleicht Nummer 8 freiwillig als allererstes Testsubjekt. Aber die Tentakul-Welt-Tournee darf ich dabei keineswegs vergessen. In nur 2 Monaten soll es losgehen. Aber wer doch gelacht, ich gebe 100% für beides. Musik und Memoversum. Hier, der ist jemand, der da da empfohlen wurde von Captain Kuttefisch. Wer ist das? Das werden wir aber noch herausfinden. So, was wir jetzt noch machen, ist gucken, was wir mit den Perlen anfangen können. Ich habe schon eine grobe Vorstellung. Und zwar vielleicht machen wir den Schirm im nächsten Part. Für den Blaster reicht es noch nicht, aber vielleicht tatsächlich der Schirm. Das könnte ich mir gut vorstellen. Oder wir gehen mit einer neuen Waffe nochmal rein. Aber ich könnte mir gut vorstellen, den Schirm nochmal zu machen. Das heißt 250. Das heißt 120 Perlen kann ich ausgeben. 120 Perlen. Nee, das nicht. Nee. So 2200 könnte ich das, aber das kostet auch zu viel. 2600 bezahle ich nur. Oh, ja moin. Okay, Angriffsschaden. Ich kann da jetzt relativ wenig was machen. Vorliebe. Nee. Nee, Drohnenaktionsplätze kostet auch was. Drohnenanzeige verbleibt. Schalte. Gut, diese Farbschutz mal freischalten. Das wäre vielleicht mal gar nicht mal so verkehrt. Machen wir mal. Für 60 insgesamt. Beide. Kleckslader und so. Damit wir die dann später in der Sammlung auch mal haben. Für die 100%.
Drohnen-Sprinkler fehlt mir auch noch. Komm, machen wir auch noch. Dann haben wir drohnenmäßig jetzt alles gehackt, so wirklich. Ja, Drohnen-Aktionsplatz könnte ich noch machen, aber fehlen mir jetzt die Perlen für. Ja, komm, das kann man jetzt so machen. Boss-Enthüllung könnte ich tatsächlich auf Etage 10. Ah, nee, das reicht dann von den Perlen nicht mehr. 20 Perlen könnte ich jetzt noch ausgeben. 20 Stück kann ich noch irgendwo 20 Perlen ausgeben. Sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Dann ist es nicht so schlimm. Im nächsten Boss geht es hier weiter. Wahrscheinlich wirklich mit einem Schirm. Könnte ich mir gut vorstellen. Das, was wir jetzt noch machen, ist nicht Palette ändern, sondern Menü und von Splats träumen. Weil ich jetzt die Sniper nochmal schnell abhole. Das machen wir jetzt auch noch ganz schnell. Und dann ist der Part vorbei. So, das holen wir jetzt hier ab. Einerseits die neue Waffe, dann der Titel, den wir bekommen haben und die zwei Aufkleber. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.